Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem gemeinsamen Abendgebet und Abendthema. Das Abendthema wird heute sein die karmische Verbindung, die karmische Beziehung, die karmische Partnerschaft. Wir wollen darüber sprechen, was das in Wahrheit bedeutet, gleich nach dem Gebet. Also bleibt dran, heute ein ganz besonders spannendes Thema. Aber zuerst wollen wir wie immer miteinander beten. Ich rufe die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die Feen, die Elfen, die Kobolde, die Gnome und die Wichtel an und alle Wesen des Lichtes. Und ich bitte sie, sich mit uns zu verbinden und mit uns gemeinsam zu beten. Ich verbinde mein Herz mit deinem aus tiefster Liebe und bitte dich, dein Herz mit meinem zu verbinden. Und wir verbinden uns in diesem Augenblick, in diesem Moment mit allen Menschen, die jetzt bereit sind zu beten. Allmächtiger Vater, großer Gott, ich danke dir, dass du mir jeden Tag positive Botschaften, tolle Impulse und alles übermittelst, was ich brauche, um zu leben und sicher voranzuschreiten und glücklich zu sein. In deinen Armen fühle ich mich wohl, großer Gott, allmächtiger Vater. Ich fühle mich sicher und geborgen und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du uns allen hilfst zu glauben bzw. zu wissen, dass du existierst und zu vertrauen aus vollstem Herzen in deine Liebe, in deine Gnade. Du bist barmherzig, du bist immer an unserer Seite, du bist bedingungslose Liebe und dafür möchte ich dir aus tiefstem Herzen meinen Respekt und meine Dankbarkeit erweisen. Großer Gott, wir bitten dich, hilf dieser Welt wieder normal zu werden, hilf sie wieder gerade gerückt zu werden und hilf uns wieder Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit zu haben. Gib uns den Mut, unsere Wahrheit immer klar und deutlich zum Ausdruck zu bringen und so zu handeln, wie du es willst. Denn dein Wille geschehe. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Amen. So, karmische Verbindung, was ist das? Du kennst es vielleicht, hast du schon mal gedacht, das ist eine karmische Verbindung. Und dann gibt es Menschen, die behaupten, Karma muss gelebt werden. Da musst du durch, diese Beziehung musst du, in diese Beziehung musst du gehen, in diese Partnerschaft musst du kommen. Und das, weil es ist karmisch. Ja, gut, ist karmisch. Ja, können wir so stehen lassen. Weiß jeder, was das ist, oder? Nein. Erstens ist es ein großes Quatsch, dass Karma gelebt werden muss. Das sage ich dir mal als allererstes. Wenn ich persönlich im Kartenbild oder als hellsichtiges Medium in einer Beratung eine karmische Verbindung sehe, ist das Erste, was ich zu den Menschen sage, nimm deine Beine in die Hand und lauf. Karmische Beziehungen sind heftig, sind leidvoll und sind immer zum Scheitern verurteilt, mit großen Schmerzen. Und wer glaubt, wir müssen dadurch, um zu lernen und zu wachsen, der ist schief gewickelt. Denn die Engel sagen ganz klar, dass es nicht so ist, dass wir nicht unbedingt dadurch müssen, sondern dass wir in Leichtigkeit viel besser und einfacher lernen können, wenn wir uns dem öffnen, wenn wir nicht durch dieses schwere Thema gehen. Machen wir es uns Welten leichter zu lernen und zu wachsen. Und deswegen, wenn etwas karmisch ist, ist es heftig. Es wird oft mit dem Gefühl einer Dualseelenverbindung verwechselt. Aber es ist keine tiefe Liebe, sondern es ist vielmehr eine Abhängigkeit. Man hat auch das Gefühl, da nicht ganz rauszukommen. Können wir natürlich helfen. Da kann zum Beispiel eine Rückführung helfen, eine Reinkarnationstherapie helfen. Das kann man machen, damit man leichter hat, da loszulassen und aus solchen karmischen Verstrickungen rauszukommen, weil man leidet wirklich. Und ich weiß, das ist eine Beratungserfahrung. Ich habe eine sehr schöne Geschichte, die ich selbst erlebt habe und begleitet habe in meinem Artikel Karmische Verbindungen, den du kostenlos lesen kannst, verlinke ich dir oben in der Infobox, nämlich erlebt. Und ich möchte, dass du diesen Artikel mal intensiv liest und dann wird dir, denke ich, einiges klarer werden, was karmische Verbindungen in der Tat sind. Also klick mal drauf, guck dir den Artikel an, lies in Ruhe durch und ich denke, dir wird einiges klarer werden. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Abend und eine gute Nacht und viel Spaß beim Lesen des Artikels. Gott segne und beschütze dich. Er lasse seine Engel deinen Schlaf bewachen und er führe dich zur Erleuchtung. Licht und Liebe und bis morgen früh, Udo Golfmann. Tschüss.